Moin ihr Lieben, David hier von Musik Produktiv und Olaf von Musik Produktiv. Wir zeigen euch heute mal die beiden Erstlingswerke von FFX Pedals von Frank Flaggenstein. Ja, wir haben heute für euch zwei Boost-Pedale von FFX Pedals. Einmal den All-You-Can-Boost, im Prinzip einen Doppelbooster, zwei Booststufen hintereinander. Der Clou an dem Ding ist noch ein Dreiband-EQ, den man per Fußschalter dazuschalten kann. Mhm. Und dann den Surreal. Der Surreal ist im Prinzip inspiriert von einer Vorstufe von einem alten Dynacord-Band-Echo mit der typischen Sättigung. Der kann also auch recht fassig klingen oder eben halt voll und satt. Also im Prinzip wie die Vorstufe von so einer alten Band-Echo-Kiste. Jo. Genau, das ist mal grob zu den beiden Pedals. An sich jetzt ja auch ein neuer Hersteller. Neuer Hersteller. Auch noch mal ein paar Takte das sind so ihre die Erstlingswerke von Frank. Im Prinzip beides Booster. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Also der hat auch einiges in der Mache, da wird sich auch noch was tun. Seid ihr da gerade in Kontakt, oder? Im Moment nicht, aber Jens ist in Kontakt mit ihm, ja. Okay, cool. Ja. Weil Frank an sich auch, sage ich mal, bekannt wie ein bunter Hund in der deutschen Musik- und Musikhandelsszene, könnte man ja auch sagen, ne? Mit einer langen Historie. Jetzt ja zuletzt auch bei Reverb gelandet. Ja, und dann die Guitar Summit-Geschichten, die Interviews und für den Summit und daher kennt man ihn halt. Ja, feiner Typ. Grüße gehen raus. Ja. Genau, jetzt auch hier mit seinen beiden ersten Pedals am Start. Zwei Boosts klingen beide sehr gut eigentlich. Ne? Surreal auch mit einem kleinen Wortspiel. Ja. War sehr cool. Ich würde sagen, vielleicht einmal kurz die Knöpfe abfrühstücken. Ich sehe es von hier. Ja, also man hat hier die erste Boost-Einheit, die zweite Boost-Einheit. Mhm. Im Prinzip kann man sie benutzen wie ein Gain und ein Master-Regler. Also das ist relativ flexibel, was vom ersten Booster in den zweiten geht. Dann ganz wichtig, High-Pass-Filter. Nehmen wir an, 4x12-Box, bollerig in den Bässen, wird überbetont, man kann das dann damit rausfiltern, ähnlich wie diese Tide-Regler bei Friedman. Mhm. Das funktioniert ganz gut. Unten halt ein Dreiband-EQ, Bässe mit den Höhen, der sich dazuschalten lässt. Also nehmen wir an, man hat einen relativ lauten Rhythmus-Sound und möchte dann einen Lead-Sound haben, der einfach fetter und noch einen Tacken lauter ist, dann kann man halt den EQ aktivieren. Das ist ganz gut so bei Single-Coil-Gitarren, so den Mittenbereich ein bisschen Humbucker-mäßig zu machen. Der macht dann auch noch einen Schub-Gain und Lautstärke dazu, wenn man die Mitten auftritt. Mhm. Also Mittenregler ist sehr gut platziert eigentlich so vom Frequenzbereich. Ja, oder auch zum Boosten für ein Solo, ne, um sich da frequenztechnisch ein bisschen hervorzutun. Zum Beispiel. Er lässt sich aber auch völlig als Clean-Pedal nutzen. Ne? Also man nimmt nur die eine Booster-Stufe, hebt den Clean-Sound ein bisschen an und packt den EQ dazu, macht den Sound sehr glasig und klar. Mhm. Also das Ding ist unheimlich flexibel, halt wie der Name halt sagt. Ja, kleine Allzweckwaffe, ne? Ja. Genau, und der Surreal, das war jetzt vom Dynacord. Von dem alten Dynacord-Band-Echo, die Vorstufe. Ja, ist ja auch klassisch, ob jetzt irgendwie Echoplex-Booster wird ja auch gern genommen, ne? Also eben die Vorverstärkung von den Geräten dann ausgelagert. Ne? Ja, ich kenne das selber noch aus den 70ern. Also entweder Dynacord oder Echolet und dann nicht das Echo angehabt, den Preamp an und damit eine AC30 anblasen oder Marshall. Das funktioniert so wunderbar und das geht hier mit halt auch. Braucht man halt das ganze Ding nicht mitschleppen. Genau. Sehr cool. Auch ordentlich verarbeitet. Ne? Also top. Also jetzt gerade die Potis anbelangt und auch das Gehäuse. Die Buchsen Schalter. Packen zu. Das ist alles. Die Buchsen sind richtig fest, stramm, nicht so labbrige Dinger. Ja. Nee, das macht einen guten Eindruck. Potis regeln gleichmäßig und sauber. Also die Kabel muss man schon ein bisschen kraftvoller aus den Buchsen ziehen, aber ich werte das jetzt mal als gut. Das ist gut, also das wirkt alles auf jeden Fall sehr, sehr stable und hochwertig verarbeitet. So ist es. Okay, bevor wir uns den ganzen Kram anhören, ich habe hier eine 57er Black Beauty auf dem Schoß. Hier ist noch eine Kyle Macmillan Custom Shop Strat, so eine 61er, glaube ich. Und du hast auch noch eine schöne Tele mit dabei, steht hier noch? Oder? Ja, noch eine 68er Tele, eine Bixby Tele. Aus Olafs schier unerschöpflichem Fundus. Ja, altes Schlachtross, ja. Ja, die klingt auch wirklich sehr gut. Genau, hinter mir steht ein Friedman BE50 Deluxe in unserer White Front Edition. SM57 und ein Halo von Sontronics davor. Und unsere Referenzbox, die Oversized Bogner. Genau, 2x12. Plus zwei WA84 für ein bisschen Raum. Jo, ansonsten gucken wir mal. Erstmal den Clean Sound vorab, wa? Ja. Die Basis. Ach, kannst du mal das Pilatus machen, bitte? Also schön clean, schön voll.
Das funktioniert schon mal. So. Genau, jetzt sitzt es auf jeden Fall ganz schön laut. Wir machen jetzt erstmal alles 12 Uhr. Mhm. Ich schmeiße mal den. Der Low Cut, ne? Der ja, High Pass. Der High Pass, ja. Genau. Jetzt nehmen wir mal den EQ dazu. Erstmal neutral. Alles auf 12 Uhr und Action. Also wie diese Schippe Gain, so ein kleines bisschen mehr Pegel, macht den Sound ein bisschen dicker. Wir werden wahrscheinlich noch deutlicher hören bei einer Single-Coil-Gitarre. Mhm. Also wie so ein Schweizer Messer, man kann alles Mögliche damit machen. Ne? Also als Clean Booster, einfach um Lautstärke anzupassen. Dieses High-Pass-Filter finde ich eigentlich auch ziemlich klasse. Je nachdem, was für eine Box man hat, und 4x12, die richtig rummolmt, kriegt man damit in den Griff. Hast einen kleinen Kombo, der zu wenig hat, drehst das Ding einfach zu. Soll ich mal ein bisschen was Tieferes spielen? Wir können ja den Hochpass nochmal reinziehen. Ja. Funktioniert vor allen Dingen stufenlos. Ne? Schön, man merkt genau so den Punkt, wo der packt, wo diese Mondfrequenz von der Box ist. Haut wunderbar hin. Weil es ein bisschen entschlackt wird. Ja. Aber auch krass, was der Boost jetzt hier wirklich aus diesem kompletten Clean-Kanal des Amps rausholt. Ne? Ja. Und auch irgendwie eine sehr interessante Zerre, finde ich. Also es ist schon relativ dicht, aber nicht irgendwie so glatt gebügelt. Auch irgendwie ordentlich mittendrin. Ne? Also erste Assoziation jetzt also ein bisschen so Richtung Queens of the Stone Age-esque. Ja. Ne? Ja, mega und halt auch tierisch flexibel. Ne? Also nicht, das ist ja nicht der eine Sound, den das Pedal fabriziert. Ne? Das ja, ich hab das mal ausprobiert, einfach mal von so einem kleinen Vox gehängt. Ja, der so, dazu neigt, so ein bisschen überbrillant zu klingen. Das riecht man wunderbar in Griff. Mhm. Ja, finde ich mir auch gut. Man konnte auch diese kleine 1x10-Box, die da dran war, noch kleinlich ein bisschen aufblasen. So die besser und mitten, wenn man den EQ hatte, das war schon klasse. Mhm. Ja gut, zwar schnelleres Spiel, mal gucken, wie das Pedal da so klarkommt. Okay. Ja, aber besser als gedacht, ehrlich gesagt. Ja. Jetzt fast vermutet, dass der da ein bisschen weniger gut aus dem Pushen kommt. Reagiert sehr auf Eingangssignal, das funktioniert recht gut eigentlich. Ja, ist trotzdem noch alles sehr artikuliert. Ja, man kann jetzt halt mit der zweiten Boost-Stufe im Prinzip wie ein Master-Volume jetzt den Pegel ein bisschen zurücknehmen. Mhm. Können wir mal eben machen. Okay. Thank you.
soweit eigentlich auch ganz gut. Ja, wie würdest du das klanglich sonst beschreiben? Relativ satt, voll. Also jetzt, je nachdem, man kann die mitboosten, wenn man möchte. Man kann das auch sehr neutral machen, also wirklich universell. Mhm. Wir gucken auch später nochmal, dass wir den Amp ein bisschen uncrunchen und das in dem Verbund dann auch nochmal kurz. Was wir auch machen, wir nochmal mit einer Single-Coil-Gitarre. Das sowieso, klar, das kommt gleich auch noch. Aber wenn wir erstmal den Surreal machen. Ja, nehmen wir mal den Surreal, den zweiten Kandidaten. Zur Strat gleich oder zur Tele. Mhm. Jo, also einfach mal reinspringen direkt. Okay. Oder? Und Action. Schöne subtile Vintage-Zerre. Ich sage, die noch mal kurz am Hals vielleicht. Das hat ja gerade an der Brücke gespielt. Gleiche Einstellung. Jo. Das war jetzt aber auch noch relativ sachte gezupft, sag ich mal, ne? Weil also von der Dynamik her anschlagstechnisch, ja. Weil er, wenn man da richtig reinmäht hat, dann. Das ist ein Bock auch direkt. Ne? Ja. Passender Sound. Mein Ascona. Ja, sicher. Ja. Mein Corona, dachte ich. Ja. Genau, was haben wir da jetzt für Potis? Ich sehe es von hier aus gar nicht. Die beiden Eingangszeiten sind einmal Fat und Grid und einmal Blend, wo du hin und her blendest mit den beiden Dingern. Mhm. Das ist im Prinzip der klassische Tape Echo Preamp. Soll ich nochmal irgendwie einen spielen und du drehst ein bisschen? Machen wir doch gleich. Gucken. Das Riff von Rad nochmal. Klingt auch so ein bisschen Vintage. Ja, soll er ja auch. Ja. Das ist ja so ein bisschen ja, ein kotzender Tweet, nicht so ganz, aber schon eine andere Art von Textur. Also dieser 70-Sound irgendwie. Ja. Ja. Wobei ich glaube, ich habe auch gelesen, die könnte man auch direkt ins Pult spielen, die Pedals. Ne? So. Puh, kann man machen, aber es ist halt ein Boost-Pedal. Ne? Ja, eben, also wird dann halt auch entsprechend klingen. Ich meine, ja. Ne, Led Zeppelin und ähnliche Bands haben es ja auch gemacht. Oder erst in, keine Ahnung, 1176 und dann ins Pult. Das klingt dann halt auch dementsprechend, aber warum nicht? Ne? Also gibt ja Leute, die stehen auf solche Sounds. Was klingt, ist okay, denke ich mir auch. Ja. Cool. Wollen wir da mal Single-Coil-mäßig was abfeuern? Single Coils, ja. Guck, dann würde ich sagen, wechseln wir mal kurz die Plätze. Weiter geht's mit der Tele. Wa? Ja. Ein Pedal, was Sie bevorzugen? Das Weiße und fahr die Mats ab. Okay, alles klar. Bis gleich. Thank you.
Ich muss jetzt eben mal nachfragen, weißt du, in welcher Reihenfolge die Boosts geschaltet sind? Der in der Mitte, der erste, der rechte, der zweite. Ja, okay, alles klar. Das heißt, mit dem EQ... Der EQ wird zugeschaltet, egal wie die anderen stehen. Das hat damit nichts zu tun. Okay, genau. Der ist einfach als Zusatzvariante drauf. Der EQ funktioniert auch nicht einzeln, nur in Verbindung mit dem Booster. Okay, auch interessant. Und der Hochpass, der ist immer drin? Der ist immer drin. Genau, weil das habe ich zumindest gerade auch gemeint zu hören. Macht ja auch Sinn, ne, dass du einen Grundsound damit machst und die besser ausdünnst und dann eben mal bei Bedarf eben gerade so mal Single Coils die mitten anheben kannst. Ja. Ne? Aber das funktioniert super, finde ich. Und selbst bei nicht so tief gespielten, fetten Sachen, also da natürlich gerade auch, aber was du jetzt gerade gespielt hast, das war jetzt so moderat. Ja. Ne? Du kriegst es irgendwie ein bisschen schlanker und direkter auch, das Signal. Ne? Ja. Und das dann wirklich, also jetzt bei dem, was du gerade zum Beispiel gespielt hast, wirklich die Noten und die Frequenzen davon da waren. Die Dynamik, du nimmst einfach Anschlag oder Pegel zurück und wird halt auch cleaner. Ne? Ja klar, er reagiert auf Eingangspegel, so soll es ja auch sein. Ja, das ist schon mal cool. Mit den beiden Boosts muss man mal gucken. Vielleicht, machst du noch einmal spielen? Ja. Jetzt habe ich es auch gerafft. Haben wir die Clean-Basis mit der Tele gezeigt? Glaub ich. Schon irre. Da merkst du gerade den Mittenregler, ne, bei dem Ding. Der packt er dann richtig zu, macht den Sound sehr, 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 sehr kräftig so, aber der Twang von der Tele bleibt erhalten. Das finde ich gerade gut. Mhm. Und der EQ ist dem Boost dann vor... Nachgeschaltet. Okay. Ja, sorry, vielleicht hast du so gerade alles erzählt. Ich weiß nicht, beim Spielen kriegt man nur die Hälfte mit. Genau. Ja, aber alles sehr musikalisch. Greif gut, gute Regelwege. Kann man machen, ne? Ja, durchaus. Okay, komm, Surreal. Dann der nächste. Ist so ein Single-Coil-Ding, ne? Doch. Also ich fand es mit der Humbucker-Powder gerade auch cool, aber ich weiß nicht, was du meinst. Aber das ist irgendwie so das bisschen, der letzte Kick irgendwie so rum, das kommt sehr gut. Genau, also was man ja häufig möchte, mal so ein bisschen, ne, diesen nach vorne schubsen. Ja. Auf jeden Fall deutlich subtiler als der All-You-Can-Boost. Ja, vor allem die Regler sind sehr interaktiv, ne? Und der lebt davon, dass man die Einstellung halt mischt. Mhm. Nö, aber auch sehr geschmackvoll eigentlich. Ne? Ja. Gut, wollen wir den Amp mal ein bisschen uncrunchen? Das würde ich mal sagen. Ja, würde ich sagen. Das sind die Paula und dann gehen wir mal richtig Keller da drauf. Ja, würde ich auch sagen. Sehen wir uns gleich wieder, ne? Der Freedman ist jetzt schön crunchy eingestellt. Ich zeige euch mal just die Basis. Ja, also noch relativ mild eigentlich, ne? Und geben wir mir jetzt mal einen auf die Mütze. Jo. Ja.
Lautstärke-Schub, aber auch wieder ordentlich. Macht den Ton fetter, fand ich. Ja. Und was hier wirklich klasse ist, ist das Highpass-Filter. Hast du gemerkt? Mhm. Also dieses Bollern mit rausfiltern, dass der Ton ein bisschen schlanker wird und sich besser durchsetzt. Ja, aber wieder immer schön, schön saftig, der Ton. So, das gleiche nochmal mit EQ. EQ erstmal alles Mittelstellung. Also. Fängt so ein bisschen an zu pumpen irgendwie, ne? Dann ist das irgendwann, ja klar, du gibst ja so viel Gain jetzt drauf. Ja, dann fängt der irgendwann an zu komprimieren. So auch lustig. Mhm. War schon, fett, ne? Sehr saftig, sehr, sehr dicht, man erzählt. Mehr als man braucht, alles gut, ja. Der Bereich ist gut. Ja, nehmen wir doch mal den anderen Kandidaten. Mhm. Wahrscheinlich ja tendenziell ein bisschen milder jetzt hier mit dem M zusammen. Ja, wahrscheinlich von der Zerre so ein bisschen vintage-mäßiger war es ja vorhin auch. Ein bisschen bratig, ne? Hier mal ein bisschen die Gitarre zurück, vielleicht. Und mal aus einmal. Mhm. Fett. Fett, aber etwas vintage-mäßigere Zerre. Ne? Der andere klingt so ein bisschen brillanter, ein bisschen transparenter, aber das, so soll er ja auch klingen. Ja, interessiert mich doch. Ich hänge mal kurz die Strat dran. Ja. Ich will die kurz einmal abnehmen. Jo, das stelle ich mir jetzt in der Kombi natürlich auch ganz cool vor. Das haben wir die gleiche Einstellung, einfach bei beiden. Ich guck mal just, ob die gestimmt ist. Jo, unsere Basis hier, wie gerade gehört. Und Action. Und Action. Nehmen wir mal den Bridge-Pickup und jetzt nehmen wir mal den EQ dazu. Okay, ein Bridge-Pickup. Ja. Da ist der mit Boost in Waffe, ne? Ja, das ist richtig geil. 80er-Brett gefühlt. Ja, ja, ne? Das jetzt nur mit der Single-Coil-Gitarre. Ja. Ja, fett. Ja, nehmen wir doch mal den Surreal. Mhm. Wieder so ein bisschen dieser Vintage-Charakter, aber auch dann die Höhen der Strat bleiben erhalten. Mhm. Dynamik ist gut. Kann man hier noch ein bisschen milder einstellen? Oder? Ja, meine App an sich. Willst du da gar nicht irgendwie rumfummeln, oder? Nein. Okay, ja, wolltest du es gemeldet haben? Achso, okay, dann lassen wir es lieber.
Ja. Wenn du hier den Fett rausregelst und dann den zweiten aufdrehst, dann hast du diesen Strat-Scheiben oben rum. Ne? Dieses Knackige, das ist sehr, sehr schön. Ja, vor allem auch bei so einer relativ dunklen Strat eigentlich. Ja, ja. Ja, ja, gefällt. Ja. Komm, einmal was mit den Fingern. Dreh jetzt mal die Gitarre ein bisschen zurück. Okay, würde ich sagen, sind wir eigentlich einmal durch, oder? So, jetzt sind wir durch. Es sei denn, du möchtest irgendwie was nochmal gesondert zeigen oder so. Ja, aber das ist ja alles gezeigt und gesagt. Also zwei wirklich vielseitige Boost-Pedale. Mhm. Qualität ist super, Klang ist super, passt zu jeder Art Pickups. Genau, einfach das Passende für seinen oder für euren Geschmack raussuchen, ne, für die Anwendungsmöglichkeiten. Und dann sollte man da eigentlich auch gut beraten sein mit den neuen Pedalen vom Frank Fleckenstein. Jo, in diesem Sinne, wa? Bis die Tage. Jo, hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns demnächst. Kommt gern vorbei, checkt die Pedals hier aus. Wir haben sie da. Jo, macht gut, ihr Lieben. Bis dahin. Jo, tschüss.